Chamas, willkommen zurück bei Default to Edge. Creed, du warst gerade dabei, mit Tali rauszugehen, ein bisschen spazieren zu gehen. Ihr geht vorne aus dem Hotel raus. Du hörst in der Eingangshalle, das Hotelrestaurant grenzt halt direkt an die Eingangshalle an, deswegen hörst du das schon ein bisschen aus der Küche, die Geräusche dröhnen, während ihr rausgeht. Es ist relativ schön hier für sechste Weltverhältnisse. Es ist relativ viel Grün. Sie haben mal nicht unbedingt, ja doch, sie haben auch durchaus Wald hier. Er ist nicht ultra dicht. Sie haben tatsächlich ein abgegrenzten Waldbereich im Osten des Gebietes, in dem man aber nur mit speziellen Genehmigungen rein darf, wo sie, das habt ihr im Flyer gelesen, zwischendurch irgendwann mal, sie scheinen da Wild anzuziehen und Wild zu haben, was je nach Jahreszeit und Saison auch mal geschossen werden darf von den Studenten, von den Schülern, für bestimmte Anlässe und bestimmte Kurse und was nicht alles. Aber es ist stark reguliert für einen Wandergang für euch auch ein bisschen weit weg. Deswegen geht einfach mal am Hotel entlang, um die Ecke, so nach hinten in den hinteren Bereich des Hotels. Als Tali plötzlich irgendwie hell aufwacht, also so aufspringt, mehr oder weniger, sich kurz umschaut und komplett hinter den Hotel Raum rennt. Hey, warte, wo bist du hin? Hier ist wer wie ich. Und sie läuft. Sie ist jetzt um die Ecke. Rennst du ihr hinterher? Ja. Okay, du läufst also schnell hinterher. Sie rennt weiter vor, zum Hintereingang der Küche und schaut sich das Mac-Schloss von der Tür näher an. Hat sich jemand drin zu schaffen gemacht? Okay. Ja gut, da ich mich mit Mac-Schlössern meine Spezialität sind. Ich schaue mir das mal an, wie haben sich die da zu schaffen gemacht haben. Okay, von außen kannst du tatsächlich nichts erkennen. Es muss irgendwas Softwaremäßiges in der Matrix gewesen sein. Okay. Ich rufe mal Dr. Strange an. Piep, 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 Was ist piep, piep, denn, piep, piep, ja? piep. Klingelingling, ja? Du, hier unten beim Hintereingang der Küche hat jemand in der Matrix zu schaffen gemacht am Schloss. Könntest du rausfinden, wer das war und wo sich diese Person jetzt gerade aufhält? Und was die da genau gemacht hat? Unwahrscheinlich. Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass. Also, ich sag's mal so: Ich weiß, glaube ich, genug über Matrix-Protokolle. So funktioniert die nicht. Ich glaube, das funktioniert. Das geht so nicht. Du darfst gerne mal eine Probe auf Matrix-Wahrnehmung würfeln. Und Und Creed, führ du mir mal eine Probe auf normale Wahrnehmung mit eventuellen Boni für Akustik, fürs Hören. okay, jetzt muss ich kurz schauen. Okay, wenn du schaust, Dr. Stranger, hast du irgendwelche Wissensfertigkeiten zum Thema Resonanz? Matrix-Sicherheit. Ich kann Matrix-Sicherheit und Geschichte anbieten. Ich erlaube mal Matrix-Geschichte mit minus 2. Okay, zählt meine Spezialisierung Westeuropa in Geschichte? Nee. Das nicht. Das zählt hier tatsächlich nicht. Das erstmal die Jo, Matrix-Wahrnehmung. das sind geschmeidige 4 Erfolge für Audio-Wahrnehmung. Okay. Warten kurz nochmal auf die Probe vom Doktor. Also ich habe 2 im Matrix-Wahrnehmung und 3 Erfolge in Geschichte. Okay, du erkennst keinerlei Anzeichen von irgendwelcher Matrix-Aktivität. Mit den 3 Punkten in Matrix-Geschichte weißt du, das war irgendwann mal in der Vergangenheit ein großes Thema, Resonanzaktivitäten. Kann man als Nicht-Resonanzperson in der Matrix nicht wirklich nachvollziehen. Das heißt, wenn sich hier jemand dran zu schaffen gemacht hat, dann war das höchstwahrscheinlich irgendein emergentes Individuum. Ja. Creed, während du von Dr. Stranger diese Informationen so zugespielt bekommst, also wenn, dann war das irgendwer emergentes, also eine Person, die wie Tali als Technomancer aktiv ist, hörst du von drin plötzlich irgendein Tumult aufgehen. Irgendeine Person
schreit was. Du bescheuertes Mistvieh, bleib stehen! Und du hörst Kannen scheppern und irgendwie irgendwelche Dinge rumfliegen. Und plötzlich geht diese Tür auf. Du und Tali, ihr schreckt beide einen Schritt zurück. Und ihr seht eine Ratte rausrennen, gefolgt von einem der Köche, der auch so ein versucht, eines der Küchenmesser hinter ihr herzuwerfen, weit daneben wirft. Du dreckiges Mistvieh! Da! Wie schafft es, diese Scheißratte hier jedes Mal wieder reinzukommen? Wir haben das Schloss dreimal ausgetauscht. Euer geht meckernd wieder zurück rein, hat euch gar nicht wahrgenommen. Die Tür schließt sich hinter ihm wieder. Es war übrigens auch ein Schüler, der hier in der Küche scheinbar gearbeitet hat. Ein etwas höher semestriger Schüler, ein etwas höher klässlicher Schüler, aber auch ein Schüler. Ihr könntet vielleicht den davon Gibt es überzeugen, sowas wie Parakratzen in die Küche zu setzen. Technomancer-Ratten? Du hast doch Parakritter als Biologiespezialisierung, oder? Ja, ich habe Parazoologie, genau. Dann würfel das doch mal bitte eben mit Spezialisierung. Während der das macht, dreh mich total. Kannst du rausfinden, Vier Erfolge. wo dein Freund ist gerade, der sich da zu schaffen gemacht hat? Tali schaut nur der Ratte hinterher. Da ist er gerade weggerannt. Und lächelt dich kurz an. Und, Dr. Stranger, so wie es unter Tieren auch magisch erwachte Individuen gibt, beispielsweise Höllenhunde, Bargeist, Schreckenshähne, Basilisken, gibt es auch Technomancer erwachte Kritter oder emergente Kritter. Katzen und Mäuse und Ratten im Spezifischen werden hier zusammengefasst als Nezumi bezeichnet. Und diese Nezumi, das ist eine Sache, die du auch noch so aus deiner Geschichte und aus deinen Studien weißt. Eine besondere Fertigkeit, die sie so haben, ist, sie können sich mehr oder weniger ohne Marken in Hosts einschleichen. Ich Zusätzlich wüsste. zu sämtlichen anderen Technomancer-Fähigkeiten, die sie so haben, und zur Möglichkeit, einfach nur mit ihrem Geist Geräte zu hacken. Ich soll schnell zu Tali, kannst du den irgendwie anlocken? Warte mal, nur mal, damit ich das richtig verstanden habe. Es Katzen und Ratten. Wie hießen die nochmal? Mitsumi. Mäuse und Ratten heißen Nezumi. Ja, Nezumi. Also emergente Mäuse und Ratten werden unter diesem Begriff zusammengefasst. Blöde Frage. Gibt's sowas auch für Katzen? Mit 4 Erfolgen gebe ich dir das. Ja, gibt es. Bezeichnet man als Bastet. Das waren doch die Hunde bei Witcher 3, oder? Nee, Nee, Barguest waren das. Bastet sind diese ägyptische Ist eine ägyptische Mythologie Gottheit. Katzengöttin. Ach, das sind die Du meinst Eltern. ein Barguests. Genau. Da gibt es in Witcher 3 auch noch. Faszinierend. Jo. Es gibt also Mizumi hier auf dem Gelände. Ich sage jetzt total schnell hin, kannst du die Ratte irgendwie anlocken? Oder irgendwie, dass sie zu dir hinkommt? Oder dich mit ihr unterhalten? Jetzt ist sie schon weg, jetzt kann ich sie nicht mehr anlocken. Also du könntest es theoretisch. Weiß ich nicht. Ich kann es versuchen. Kommt immer wieder. Ich erinnere mich an diese Veranstaltung noch, als ich noch auf ich der habe eine Idee. Universität war. Ich habe eine Idee. Ich würde Kannst du mal. eben einfach vielleicht mal kurz den Doktor ausreden? Fertig. Entschuldigung. Zu Na klar. Ende. Einfach nur für den Fluff das reden lassen, dass ihr das alles auch in Charakter wisst. Bei egal wie. Da erinnere ich mir. Mir fällt das gerade ein, wo ihr von dieser komischen Ratte erzählt habt, die merkwürdigerweise immer wieder durch die Schlösser durchkommt. So, ihr wisst ja, was ungefähr was Resonanz ist, nicht wahr? Und wie Menschen wie Tali mit der Matrix interagieren. Ist euch ja ein Begriff, oder? Jo. Und genau wie Tiere wie Barguests magisch erwachen können, gibt es auch Tiere, die Technomancer-Fähigkeiten entwickeln können. Das bei Mäusen und Ratten nennt man das Mizumi. Und das gibt es bei Katzen auch, das nennt man Bastet. Wenn wir eine solche Katze finden, dann wäre das perfekte Alibi. Dazu müsste sich nur, sag ich mal, herumsprechen, dass es Technomancer erwachte Tiere gibt. Wenn du diesen Studenten wiederfindest, oder diesen Schüler, der dieser Ratte hinterhergejagt ist, und der erzählst, was es damit auf sich hat, dann und sich das hier rumspricht,
dass es nicht nur Ratten und Mäuse gibt, sondern vielleicht auch noch Tiere, die diese Fähigkeit haben. Dann wäre auch das Auftauchen einer Katze in, sagen wir mal, Belindas Räumlichkeiten nicht weiter fragwürdig. Mhm. Zumindest, wenn es sich um eine solche Katze handelt. Oder vielleicht kann man sogar einfach nur, können wir die Leute auch einfach täuschen. Ich habe gerade eine richtig geile Idee. Ganz kurz, Doktor, mit 4 Folgen gebe ich dir ebenfalls. Emergente Kreta sind recht selten und die meisten davon sind auch sehr schwer zu trainieren, weshalb es die nicht in großer Züchtung oder dergleichen gibt. Eine emergente Katze zu finden, wird ganz sicher nicht einfach werden. Es wird eine größer angelegte Sache werden. Vielleicht müssen wir das aber auch gar nicht. Da reicht ja schon nur das Gerücht. Genau. Es muss sich ja nur herumsprechen, dass es hier sowas gibt. Und vielleicht gerade im Waldgebiet hat sich vielleicht eine davon niedergelassen. Und wenn die Leute der Meinung sind, dass hier emergente Katzen rumgeistern, wer soll schon den Unterschied herausfinden, ob es wirklich eine emergente Katze ist oder einfach nur eine gewöhnliche Katze mit einem richtig guten Decker dahinter? Beziehungsweise mit einem Necromancer. Wer ist wieder? Technomancer. Technomancer, ja. Necromancer, den habt ihr mir zerschossen. Technomancer. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn dann ein Decker dahinter steht, den kann man verfolgen. Stimmt. Wenn es ein Technomancer macht, aber wir haben ja zum Glück einen. Nicht wahr? Ja, dann müssten wir nur die Katze irgendwie kurzfristig trainierend kriegen. Ach, die muss ja bloß rumrennen. Die muss nur rumrennen und so. Und ich meine, wenn dann eine Tür aufgeht, Katzen sind neugierig. Wir haben eine Woche, bis wir bis das Ding losgeht, richtig? Richtig. Lass dich mal kurz was überlegen. Ich habe nämlich eine Idee. Okay. Dann überleg du mal. Ich würde an diese Tür klopfen, die gerade auf und zu gegangen ist mit dem Schüler, der gerade verschwunden ist. Klopf, klopf. Einen Moment bitte. Ja, du klopfst. Vergeht einen Moment. Die Tür geht auf und es ist ein anderer Schüler da, der jetzt die Tür geöffnet hat und dich ein bisschen irritiert anschaut. Ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Entschuldigung, ich habe gerade mitbekommen, dass es auf diesem Gelände anscheinend Probleme mit, sagen wir mal, erwachten Ratten gibt, die selbstständig fast schon Türen öffnen können. Erwachte Ratten? Und ich auch noch erwachte Ratten? Ja, diese spezielle Form, die nennt sich Misumi. Können Sie emergente Ratten. Länger nennen sich emergente Ratten. Emergente Ratten. Erwacht ja, ist für magisch, emergent ist für Technomancer. Okay. Ja, gut. Emergente Ratten nennt sich Misumi das Ganze, das können Sie bestimmt auch. Emergent? Was bedeutet emergent noch gleich? Es ist nur ein Schüler, der ist offensichtlich klar. Nicht so mit dieser Terminologie drauf. Ja, das will ja, ich will ihn damit verunsichern, dass er eben keine Ahnung hat. Also unter emergenten Ratten bzw. Lebewesen versteht man solche, die auf die Matrix zugreifen können ohne Gerätschaften. Oh, und wie Technomancer. Oh, nee. Genau. Das erklärt, weshalb die Ratte hier immer wieder reinkommt. Ja, das ist das Problem. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Tieren, die emergent werden können. Ratten, Mäuse, Hunde, Katzen. Vor allem. Sie werden überrascht, wie oft man doch denken würde, ja, da geht eine Tür zufälligerweise auf und da ist ein emergentes Tier dahinter. Ich bin mir sicher, wo jetzt hier eine Ratte hier rumgeistert wird, mit Sicherheit auch noch andere emergente Lebewesen ihr Umwesen treiben. Also ich würde auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten. Vielleicht findet man ja auf dem Gelände noch irgendwas. Okay, gib mal eben eine Probe auf über Regen und Charisma. Mit, sagen wir mal, wie viele Ränge hast du in Überreden? Wenn ihr jetzt wisst, was Überreden wieder war. Überreden, wer? Con. 6. Ja gut, dann würfel mal mit +4 drauf. Mit +4. Aber da kommt jetzt Charisma auch mit dabei, ne? Ja. Also dann... Ich lasse dich hier als Teamwork-Probe mit Dr. Strange als Biologie-Probe würfeln, daher kommen die +4.
5. Ja, du kommst überzeugend rüber und der Schüler nickt nur ein bisschen entgeistert. Teilt den anderen mit. Ja, wäre vielleicht besser, weil mit solchen Tierchen sind nicht zu spaßen, vor allem bei so einer angesehenen Schule wie hier, wenn da rauskommt, dass da irgendwo eine Katze oder irgendwas anderes rumgeistert. Das wäre nicht gut für die Publicity. Also lieber Bescheid geben, dass alle die Augen aufhalten sollen. Nur um sicher zu gehen, ja. Und von mir erfährt niemand was, keine Sorge. Vielen Dank. Er wendet sich von dir ab, schaut nochmal kurz hinter dich vorbei, scheint was zu sehen, dreht sich in den Raum rein. Marc! Werf nicht immer deine Messer durch die Gegend! Und er läuft an dir vorbei, holt das Messer, das der andere Schüler dir Rette hinterhergeworfen hatte, und geht mit dem Messer wieder in den Raum rein, und die Tür schließt sich hinter euch. Hinter ihm, vor euch. Okay, ich rufe wieder meine Kollegen an. Also, Gerüchte, denke ich mal, sind jetzt effektiv gestreut. Und ich habe eine Idee für unsere Katzenkontrolle. Ja, dann lass hin. Da ist mir kurz Jammer einmal abgespielt, einen Moment. Ich möchte kurz meinen Talis-Creme einmal anrufen. Okay. Wie hoch ist sein Connection Rating, sein Kontakt? 4. Bitte. Da gab es irgendwas, was man würfeln konnte, um zu schauen, ob die Charaktere verfügbar sind. Gib mal einen Moment, ich schaue das ganz kurz nach. Er ist scheinbar gerade nicht verfügbar, erreichbar. Müsstest du es später nochmal probieren. Gut, dann würde ich mich mal, wir sind da, wo sind wir eigentlich noch gerade, in Frankfurt oder wo sind wir gerade? Ihr seid aktuell in Hessen, Nassau. Ah, stimmt, stimmt, das ist doof. Dann würde ich mal kurz gucken, ob es hier irgendwelche Magie, mal kurz so in der so Untergrund so ein bisschen, ob es hier irgendwelche Magiebegabten gibt, die mir eventuell, die auf Manipulation beschränkt sind. Teilt uns doch vielleicht erstmal mit, was der Plan ist. Eventuell lässt sich ein bisschen, ich spiele mit einer Karte, die so macht so ein paar, Karte verschwindet in der Hand, taucht wieder auf, ein bisschen helfen, um eine Katze zum unseren Willen aufzuzwingen. Aha. Gibt es eigentlich so Implantate für Tiere, mit denen man sie praktisch willentlich steuern kann? Gibt's sowas? Hast du eine passende Wissensfertigkeit, mit der du das wissen könntest? Moment. Das wäre ja entweder wahrscheinlich. Also entweder Medizin oder Biologie. Ja, eben. Biologie war halt bei 8. Nein, das wäre Cyberware. Das ist tendenziell eher Cyberware. Gut, ist Cyberware nicht sowieso eine Spezialisierung von. Cyberware ist ein eigener Skill. Ah, okay. Cyber Technology. Cyberware habe ich nichts. Ah, okay. Der ist in der Fertigkeitsgruppe drin. Hast du das nicht als Fertigkeitsgruppe sogar? Die Medizin-Fertigkeitsgruppe, Doktor? Nein, ich habe Elektronik als Fertigkeitsgruppe. Ach so. Ja, scheiße. Ich hat das irgendwer Cyberware? Doktor, ich würde dir aber tendenziell erlauben, deine Medizin hierfür mit minus 4 zu würfeln. Also Medizin plus Logik minus 4. Nö. Ich habe nichts in die Richtung. Ich leider nicht. Biologie, Bars und Clubs. Underworld. Also ich bin praktisch so Dante von Devil May Cry. Minus Biologie. Nicht wow. Minus 40. Also du hast es heute mit deinen Minus-Modifiern? Ja, auf die Weise geht mir ganz sicher, dass kein Success bei rauskommt. Hätten wir 3 im Angebot. Ja, okay. Also du hast schon mal davon gehört, dass es zumindest mal Versuche damit gab, dass mit Implantaten, die man Tieren einsetzen kann, dass ein Rigger in sie hineinspringen kann, um sie zu steuern. Also irgendwo im Hintergrund hast du gehört, dass sowas eventuell gibt, aber genauere Details weißt du nicht. Ja, ich erinnere mich daran, dass man da irgendwie, da gab es glaube ich mal, welcher Konzern war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Die haben mal irgendwie versucht, ein Rigger-Interface bei Tieren zu implantieren, dass man da reinspringen kann.
Aber sonst war, wenn nicht, dass ich wüsste. Ja, das Problem ist, er kann nicht von uns regen. Da müssen wir uns extra nur einen anlachen. Und der will dann auch einen Teil von der ganzen Kohle abhaben. Also die Methode fällt flach, glaube ich. Also tendenziell glaube ich, ließ es sich ein Team in Grigger Interface ähnlich einer Drohne auch über AR steuern. Allerdings halten nicht mit entsprechenden Boni. Ich müsste das bis zur nächsten Session mal genau nochmal nachschlagen. Das steht irgendwo in Kretter-Kompendium drin. Für jetzt wisst ihr nichts Genäheres. Okay. Dr. Strange, kannst du dich mal erkundigen, ob du sowas auftreiben könntest und wie viel sowas kosten würde? Ich fühle mich gedrängt, dass ihr kein Vertrauen in mich habt. Du hast bis jetzt deinen Kontakt nicht erreicht. Ich kenne keinen, der sowas finden könnte. Ich hab's nicht so mit den Leuten. Ja, den Street Dog, den könnt ihr mal anfunken, vielleicht, was der da irgendwas holen könnte. Ich habe selber als Street Dog gearbeitet, sehr lange. Also. Ich habe keinen Street Dog, ich bin im Prinzip einer. Ach so, ja, scheiße. Wenn ich nicht gerade Runner bin. Also. Also, Spielleiter? Ja. Finde ich in der Underground Community einen Magier? Was für ein Skill oder was für einen Kontakt möchtest du dafür benutzen, um das mit zu finden? Einen Moment. Also wenn du einfach nur was kaufen möchtest, wäre das Gebräuche, was man dafür verwendet. Okay, das... Das ist Etiketts. Ja, okay, das würde ich dann probieren wollen. Wie viele Ränge hast du da drin noch gleich? Drei, glaube ich. Zwei. Und was möchtest du kaufen? Ich möchte eine Manipulationsrolle Tier beherrschen. Kaufen. Oder einen Lehrer finden, je nachdem, was halt besser ist. Okay, dann würfel mal eben dein Gebräuche plus Charisma. Gibt's irgendwelche Modifier? Nö. Drei. Ups, da hab ich... Größe 5. Ja. Aber das, was da steht, stimmt nicht mit dem überein, was mir das... Old 20 hier an Würfeln anzeigt. Und da ist irgendwo eine 6, die aber nicht drin steht. Wie auch immer. Ich vertraue jetzt einfach mal dem, was im Chat steht. Und muss nachschauen, wie lange es jetzt braucht, dass du das findest. Okay, du kannst mit ein bisschen Suche einen Händler finden, der das im Angebot hat oder der das besorgen könnte. Aber er bräuchte 2 Tage, um die Zauberformel für dich vorzubereiten. Der wird sie dann per Drohne zukommen lassen. An einen vereinbarten Ort. Okay, wir haben dann 2 Tage, wird es dauern. Dann... Ich muss kurz rechnen. Rechne du mal. Ich sag mal, mit Blick auf die Zeit, spule ich jetzt mal ein bisschen vor auf den Abend, zum Zeitpunkt, wo ihr den reservierten Tisch von eurem Johnson habt. Wollt ihr das Angebot dieses reservierten Tisches annehmen? Also ja. Ich ja. Kostenfreies Essen ist auch immer ganz gut. Okay, ihr geht also an die Rezeption, nennt dort den Namen Smith, auf den offenbar reserviert wurde. Die Schülerin, die hinter der Rezeption steht, anscheinend für das gesamte Hotel inklusive Restaurant von Schülern geleitet und betrieben. Also nicht geleitet, sondern nur betrieben. Schaut im Computer nach. Ah ja, hier haben wir es. Eines der Hinterzimmer. Sie greift kurz unter den Tresen, holt so eine kleine Holzschachtel hervor. Folgen Sie mir bitte. Und sie führt euch am eigentlichen Eingang vorbei, durch so einen kleinen Gang
in einen hinteren Bereich zu einer der Türen dort, gibt ein Passwort am Türschloss an und die Tür geht auf und sie bringt euch rein. Bestellt werden kann am Tisch. Die Tür ist von hinter euch verriegelbar. Das hier wurde noch für euch hinterlegt und sie reicht euch diese Holzschale. Die Holzschachtel. Okay, zuerst mal möchte ich mal die Zahlenkombination für den Raum merken. Sie nennt euch die Zahlenkombination, mit der ihr wieder reinkommt. Okay. Das gibt's euch. Okay. Was ist denn in der Holzschale drin? Wenn du sie einmal kurz aufmachst, scheint im Inneren ein Lautsprecher zu sein, der an einen, wie ist das? Ich glaube, es ist ein Mikrotransceiver. Ich hatte das im Vorfeld noch rausgesucht, mir dann aber nicht aufgeschrieben. Ist ja wurscht, wir kennen es ja vorher schon. Ja, Mikrotransceiver nennt es sich. Ja, also es ist quasi so ein Walkie-Talkie, ein modernes Walkie-Talkie, das an einem Lautsprecher angeschlossen ist. Das Besondere an diesen Mikrotransceivern ist halt, dass sie innerhalb einer bestimmten Reichweite, innerhalb von einem Kilometer, nicht auf Wi-Fi-Verbindung angewiesen ist, um dass man miteinander kommunizieren kann. Okay. Hört man dann schon irgendwas raus? Noch nicht. Nee. Okay, sieht man einen Knopf, wo man das Teil irgendwie einschalten kann? Oder wo ja, aber du stehst halt gerade noch vor dem Eingang des Raumes. Ach so, ja gut, dann will ich natürlich mit dem Rest der Mannschaft reingehen. Okay, ihr geht also in den Raum. Die Tür schließt sich hinter euch. Und wie sich die Tür schließt, melden sich eure Comlinks plötzlich bei euch, dass aufgrund von Rauschen Matrix-Verbindung verloren gegangen ist. Stranger, du kannst mit deinem Comlink, mit deinem Cyberdeck eben noch so feststellen, scheinbar befinden sich hier irgendwo in dem Raum zwei Stufe 6 Area-Noise-Generatoren. Wahrscheinlich sind diese Hinterräume irgendwie so designt, dass man hier eben entsprechend Treffen abhalten kann, ohne dass man Gefahr laufen muss, belauscht zu werden. Okay, ich ändere mein Programm, entlade Exploit und lege dafür Signalreiniger rein. Also insgesamt herrschen hier 12 Punkte Rauschen. Wenn du das. Weil Rauschsender addieren sich nicht, oder? Ich glaube schon. Ich sage jetzt einfach mal, dass es ist, weil ich das so geplant hatte. Okay. Unter der Annahme, deswegen ist halt allgemein hier drin herrscht ein relativ starkes Rauschen. Deswegen hat er euch auch diesen Mikrotransceiver gegeben. Okay. Ich mache aber trotzdem meine Matrix-Wahrnehmungsprobe, weil ich wissen will, ob diese beiden Störsender an den Host geslaved sind. Du nimmst es mal. Ich sag einfach mal, du nimmst es an, aber dadurch, dass halt eben hier dieses extrem hohe Rauschen ist, ist deine Matrix-Wahrnehmung halt stark gestört. Ja. Dass du das nur nicht so wirklich wahrnehmen kannst. In der Mitte des Raumes ist übrigens ein runder Tisch, um den herum mehrere Stühle stehen und in den Tisch selber sind Touchscreens eingelassen, auf denen man Essen bestellen kann. Ich bin übrigens fertig mit meiner Matrix. Touchscreens mit der Außenwelt? Das untersuche ich jetzt mal, das würde mich mal interessieren. Sind wahrscheinlich Kabel, die dann irgendwie fest verbunden sind durch den Boden durch. Also du siehst keine Anschlüsse, an die du direkt rankommst. Da müsstest du wahrscheinlich irgendwie den Tisch öffnen. Das ist halt komplett in den Tisch eingelassen, sodass du nur noch den Bildschirm siehst. Okay, also quasi gehen die Kabel auch in der Mitte vom Tisch runter, in der Säule. Ja, in irgendeinem der Stühle. Also da ist irgendwo ein Stück offenes Kabel an, das ich... Das hast du nicht, nein. Bin übrigens fertig mit Mathe. Okay, was hast du ausgerechnet? Ich müsste 4 Erfolge bei meiner Lernprobe würfeln. Mindestens. Mit 10 Würfeln. Ja, das ist machbar. Edge-Rain und fertig. Ich denke halt auch, dass es zum Lernen des Zaubers brauchst du auch noch ein magisches Refugium. Ja, und das kann ich temporär einrichten. Ja. Du musst es halt machen. Das kostet dich Reagenzien. Ja, das kostet mich halt Reagenzien.
Will einer von euch irgendwas zu essen bestellen oder zu trinken, während ihr gerade um den Tisch herum sitzt? Also ich würde mir jetzt erstmal hinsetzen, würde mal durchschauen, das Menü. Was gibt's denn so gut? Einiges. Es sind scheinbar heutiges Gericht des Tages ist Bachforelle. Aber ansonsten gibt es auch alles, was man so in den meisten Restaurants findet. Von man muss halt bedenken, Sechste Welt ist reale Nahrung sehr viel teurer, als es heute ist. Das heißt, die Schwelle zum Luxus ist bei Nahrung ein bisschen höher niedriger angelegt. Dementsprechend sind die Gerichte halt mehr so ein bisschen urig und nicht das, was man jetzt so heutzutage in einem Edelschuppen erwarten würde, sondern mehr, was man im normalen Restaurant erwarten würde. So ein paar Steaks sind drauf, Nudelgerichte, Pizza findest du auch auf dieser Liste. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die ein bisschen fancier klingen. Irgendwie Kaviar von bestimmten erwachten Fischen gibt es scheinbar auch drauf. Also es ist tatsächlich ein sehr großer Band, eine relativ große Breite an Gerichten, die hier möglich sind. Aber alle für euch eher in dem höheren Bereich. Also eher das, für man einen hohen Lebensstil bräuchte, wenn man das normal essen will. Ja gut, dann bin ich jetzt mal kurz schnell drüber über die dann gönne ich mir jetzt mal den Spaß und bestelle irgendwie so Steak mit Bratkartoffeln oder sowas, wenn es das gibt's bestimmt. Ja, gibt es. Ich würde, glaube ich, einen Salat bestellen. Ich muss ja auf meine Bikini-Figur achten. Okay. Ich glaube, ich bestelle mir das Gericht des Tages, den Backfisch oder was auch immer das war. Bachforelle. Ja, fast, ne? Ja gut. Man will ja nicht auffallen, man nimmt ja Bachforelle. Creed, was dir noch so auffällt, sie haben eine ziemlich feine Liste an Weinen und alkoholischen Zusatzgetränken, die man so dazu trinken bestellen kann. Da sind einige relativ teure Tröpfchen und relativ edle Tröpfchen mit dabei. Aber auch ein bisschen das härtere Zeug, was dann mehr so in Richtung Wodka geht. Also ein Weinchen in Ehren soll man ja probieren. Also ich bestelle mir dazu noch so ein kleiner Schoppenwein. An die Nicht-Bayern weiß jeder, was ein Schoppen ist. Ja. Ist doch so eine Viertel-Liter-Karaffe, oder? Ja. Viertel oder Achtel, nachdem wo mal das. Aber ja, so ein Tröpfchen. Eigentlich, wenn wir schon mal in Hessen sind, müssten wir eigentlich so ein Bembel bestellen. Bembel des was? Todes. Was? Bembel. Geripptes. Was ist das? Ebbelwoi. Ja, ein Ebbelwoi. Das ist ein großer Tonkrug. Ich glaube, den gibt es in der 750 und in der 1-Liter-Variante. Ah, ein Apfelwein, meinst du hier? Genau. Ja, Ebbelwoi, sag mal doch. Ach so, oh Gott, ey. Da heißt es immer bayerisch, versteht keiner. Ey, ihr Kultur bei Nausen, seht die Sache bitte nicht so eng. Also wenn sich jetzt hier rumspricht, dass wir mein Team hier nur aus Kultur bei Nausen bestellen, dann bestellen wir so ein Bembel. Ja, wir bestellen sie am besten Dosenbier und keine Ahnung. Sie haben tatsächlich einen hausgemachten Ebbelwoi hier. Ja, wunderschön. Stellen wir mal so ein Bembel davon. Ja, komm, machen wir mal. Süß oder gespritzt? Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich die richtigen Begriffe sind, weil ich keinen Alkohol trinke, aber ich glaube, das sagt man so. Ja, ich kenne das. Ich kenne gespritzt, das ist mit Wasser und tiefgespritzt ist mit viel Wasser. Nö, also wenn dann schon normal. Also nix Verbonschtes. Gut, ihr bestellt also alle euer Essen und eure Getränke. Ihr seht dann an der linken Wand nach einiger Zeit so eine Schiebetür aufgehen und auf Rollbändern so ein paar eure Teller und Gläser ankommen. Wenn ihr auch in diesen Innenbereich reinschaut, scheint ihr auch nochmal eine zweite Klappe zu haben. Also das scheint ja wirklich solide abgedichtet zu sein, dass auch aus der Küche keine Geräusche rein- oder rausdringen können. Ja gut, ich nehme mal meinen Anteil, ne? Ja, das heißt, die könnten uns hier jetzt alle in Streifen schneiden und draußen würde niemand ein Pieps. Richtig. Party hard! Ihr setzt euch jetzt an den Tisch mit eurem Essen und in dem Moment
piepst dann auch der Mikrotransceiver, dass scheinbar jemand versucht, diesen mit ihm zu kommunizieren. Ja, dann wie schaltet man das Ding ein? Muss man da einfach bloß drauf drücken? Gibt's einen einfachen Knopf, auf den du drückst? Okay, dann drück. Ah, hallo. Ihr hört die Stimme eures Johnsons. Ich hoffe, ihr genießt euer Essen und ich hoffe, euch hat die Vorrunde gefallen. Ja, sie sind ja war sehr informativ. Wir haben einiges rausgefunden. Ah, das klingt so, als würdet ihr den Job dann annehmen wollen? Ich wäre dabei. Was sagt der Rest dazu? Ja, ich ebenfalls. Yep. Momonga? Ja. Ja, ich konnte gerade nur nicht reden. Okay. Ah, das hört man gerne. Gut. Dann noch eine Kleinigkeit. Ich könnte euch, wenn ihr das wollt, theoretisch als Bodyguards für mich anmelden. Dann hätte man zwar eine direkte Verbindung zwischen ihnen und mir, aber sollte man sie fragen, weshalb sie hier auf dem Gelände sind, hättet ihr eine definitive Ausrede, weshalb ihr halt hier seid und in meiner Umgebung euch aufhaltet. Ich überlasse die Entscheidung euch, ob ich das machen soll oder nicht. Ich bräuchte die Entscheidung jetzt allerdings dann möglichst jetzt, dass ich das so zeitnah machen kann. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht miteinander in Verbindung gebracht werden. Definitiv ist das besser. Ja, damit in Kongiho bleiben. Weil ich meine, auf diese Art und Weise kommunizieren ist ja auch eine Möglichkeit. Und auf die Weise werden wir nicht miteinander gesehen. Und gleichzeitig schickt Dr. Stranger an alle anderen noch eine Text. Ach nee, Quatsch, Matrix ist ja aus im Moment. Er gestikuliert und formt mit dem Mund die Worte. Belindas Eltern nicht vergessen. Mhm. Ja, ich denke auch, dann lasse ich euch als unangemeldet, beziehungsweise nur in eurer Wohnung. Ja, ist vielleicht besser so. Gut, wenn ihr noch irgendwie Fragen hättet, ihr habt ja theoretisch die Nummer, mit der ich euer, ich nehme an, das wird ein Wegwerf-Com-Link gewesen sein, angeschrieben habe, über die kann man im Zweifelsfall auch kommunizieren. Immerhin ist Texte schreiben ein wenig unauffälliger, als in diesen Mikrotransceiver zu reden. Man kann auch mal kommunizieren in Situationen, in denen man nicht zwingend sprechen kann. Das ist ein sehr konspirativer Treff, der hier auch eingerichtet ist. Nun, ich wollte sicherstellen, dass man uns nicht miteinander sieht und miteinander in Verbindung bringt, bevor ich nicht mit Ihnen darüber geredet habe, ob ich euch als Bodyguards anmelden kann. Soweit ich weiß, ist dies ja in Ihrem Milieu zumeist üblich. Zumindest innerhalb dieser längeren Zeitraum, die wir hier zusammenarbeiten werden, wollte ich verhindern, frühzeitig unnötigen Verdacht zu säen. Wir kommen jetzt gerade auf die Idee, wir könnten ja einen von uns als Bodyguard anmelden. Das wäre noch wesentlich unauffälliger als alle von uns. Und auf die Weise könnte halt einer zumindest sich frei bewegen. Das wäre auch eine Idee. Und das wäre dann aber vielleicht ein bisschen seltsam, da er in derselben Wohnung wohnt oder im selben Hotelzimmer. Auch wieder wahr. Ja gut, dann belassen wir das einfach jetzt dabei, würde ich sagen. Wir nehmen den Auftrag an. Wir kümmern uns im Zweifel, wenn jemand Fragen stellt, kann man ruhig die Leute bequatschen. Ja, und sicher am besten dummstellen. Dummstellen hilft immer. Jo. Ist denn sonst irgendwas? Ich denke, dann sind wir uns einig, dass wir im Geschäft sind, würde ich behaupten. Wunderbar. Ich freue mich darauf, hoffentlich gute Ergebnisse von Ihnen zu sehen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Genießen Sie das Essen. Für heute Abend ist ein entsprechend großes Konto anonym angelegt worden für das Pseudonym. Ihr könnt also entsprechend euch ein wenig etwas gönnen. Das hört man gern. Vielen Dank. Nun denn. Vielen Dank. Bis zum Tage. Und mit dem Klick verliert der Mikrotransceiver die Verbindung. Tja, das ist wohl. Bestelle ich wohl einen nach. Das ist wohl ein Mr. Johnson mit tiefen Taschen.
Ja gut, das war von vornherein klar, weil ich meine, wir haben schon eine 500.000 locker, bloß da wieder in irgendeinem Kochwettbewerb gewinnt. Das ist ja nicht irgendein Kochwettbewerb. So, ja, jetzt bin ich aber mal neugierig. Was ich, während wir aufs Essen warten, mache ich nämlich eine Sache. Ich werde noch die Sachen auf meinem Deck drauf, beziehungsweise die Schülerakten. Ich rufe mal die Akten von Herrn Johnson und schau mal rein, ob es da irgendwas Spannendes drin steht. Keine Ahnung, hat eigentlich den Einstellungstest versiebt, kam aber dann nach großer Spende an die. Das nicht. Sowas in der Richtung. Er hat entsprechende Anfangstests alle gut bestanden. Er hat eine der teureren Studentenwohnungen hier im Zimmer, also hier in seinem in Wohnheim. Und es sind keinerlei Stipendien oder sowas verzeichnet. Das heißt, er scheint die Schulgebühren, die auch nicht billig sind, scheinbar alles selber zu bezahlen oder von den Eltern bezahlt zu bekommen. Vollständig. Belinda wiederum... Der hat halt Geld. Hat so ein spezielles Stipendium für talentierte Studenten aus dem Ausland oder Schüler aus dem Ausland, womit die Eltern nur noch einen Teil des Gesamtbetrags bezahlen müssen. Das ist nichts Seltenes, wenn ihr die verschiedenen Stufen durchgeht. Das scheint die meisten zu haben, irgendwelche verschiedenen Stipendien von Unternehmen finanziert oder dergleichen. Euer Johnson ist aber scheinbar privat finanziert. Steht ein Name dabei, wer seine Eltern sind? Ja, aber die müsste ich mir noch ausdenken. Die nenne ich euch bis zum nächsten Mal. Okay. Harald und Renate. Und steht dabei, was die beruflich so machen? Beziehungsweise kann man über die was rausfinden, über die Namen, die jetzt noch ausgedacht werden müssen? Ja, das scheinen hoch angestellte Execs oder Managerpositionen bei Ares zu sein. In, ich glaube, Duisburg dürfte es gewesen sein, wo Ares in der ADL seinen Hauptsitz hat. Mhm. Duisburg oder Düsseldorf? Ich glaube, es war Duisburg. Schlag's eben nach. Redet ihr so lange weiter und überlegt und plant. Mhm. Creed übrigens, der Alkohol, sehr gut. Glaube ich. Fast verleitet, noch ein bisschen mehr von dem auf der Karte zu probieren. Wenn schon dafür bezahlt wurde. Ich bestelle mir nach dem Essen für den Magen einen echten Kaffee. Haben Sie. Also ich werde jetzt einmal, ich gönne mir jetzt nur zur Feier des Tages, weil es ja umsonst ist, so zum Abschluss des Tages nur so einen so schönen Schuppen Rotwein und lass einen Herrgott einen guten Muse. Muss man sich auch mal gönnen, finde ich. Dann viel Spaß damit. Ja, Ares sitzt in Dortmund und Köln. Und die dürften dann okay. Dortmund sein. Oh, da müssten die Eltern richtig hohe Tiere bei Ares sein, dass die sich sowas leisten können. Ja, wenn es Exec sind. Naja. Aber nicht jeder Exec hat ja auch so viel Geld. Da muss ja schon relativ hoch in der Nahrungskette stehen. Ja. Aber ganz ehrlich, wie dem auch sein, mir ist das relativ wurscht, von wem ich das Geld kriege, Hauptsache kriegt die Kohle. Ja, richtig, das ist nicht unser Problem. Von mir aus kann der irgendwelchen Konzernfutzis einen Hintern abwischen, wenn die aus dem Klo rausgehen. Mir egal, Hauptsache ich bekomme die Kohle. Geld stinkt nicht, da hast du wohl recht. Mhm. So, jetzt hört man es noch. Also, Momonga, lass uns mal hören, was die Beitrag zu den ganzen wird. Du hast doch okay, ja, also ich muss an der Stelle ganz kurz Informationen aktualisieren, weil ich das gerade nachgeschlagen habe. Ares Makrotechnologie in der ADL hat seinen Hauptsitz anscheinend auch in Großfrankfurt, in der CW Aprons Archäologie. Aber Dortmund ist ebenfalls ein sehr wichtiger Standort. Das heißt, sie sind hohe Tiere, sehr hohe Tiere in Dortmund. Okay. Also, Mongolo, Herrn. Also, ich habe mir das Ding bestellt, das ist jetzt in 2 Tagen da. Und was hast du damit vor? Katzen kontrollieren. Okay. Und du bist sicher, dass das funktioniert?
Auf jeden Fall, das wird funktionieren, das wird funktionieren. Kann der mir mal ein persönliches geben? Ich brauche dazu nur eine Katze. Eine Katze sollte sich ja auftreiben lassen, da müssen wir nur irgendwie entweder einen Streuner das oder Schloss austricksen. Weiß Katze gar nicht, ob es sowas wie Tierheime gibt hier. Katze ist Katze, ich brauche nur eine Katze. Naja, sagen wir mal so, eine Tierheimkatze, die wir zumindest mal ein bisschen unauffälliger ins Gebäude zu bringen, die wird sich dann vielleicht nicht so wehren in der... Ja stimmt, nächstes Problem, wie bringen wir die Katze aufs Gelände? Ich mache sie unsichtbar. Meinst du nicht, dass da irgendwelche Magiedetektoren gibt? Auf dem Gelände? Kann ich herausfinden. Wäre vielleicht nicht schlecht, dass du das vorher herausfindest. Am besten vielleicht heute noch. Ich würde mal, ja, ich glaube, wir sollten jetzt erst. Das machen wir dann, wenn ich wieder auf dem Zimmer bin, dann kümmere ich mich. Ja, wie gesagt. Aber ihr hattet das beim letzten Mal schon ein bisschen überhaupt geguckt. Auf dem Gelände selbst gab es keine große, direkte magische Aktivität oder magische Sicherheit. Aber ihr könnt stark davon ausnehmen, wenn jemand das mitbekommt, dass Magie aktiv ist, dann haben sie entsprechend einen Konzernmagier auf Abruf, der dann mit ein paar Geistern auftauchen kann und für die Sicherheit sorgen kann. Also wäre es fast intelligenter, wenn wir die Katze irgendwie reinschmuggeln in einem, keine Ahnung, in einer Tasche oder irgendwas. Und dann könnt ja irgendwie dann die Katze ein bisschen schlafen lassen. Eben. Ihren Betäubungsmittel oder sowas verabreichen. Narkotikum? Genau, man narkotisiert sie so ein bisschen. Wenn ja, die pennt, dann ist die auch friedlich. Dr. Stranger, du darfst mal eben eine Medizinprobe hier geben. Ganz normale Medizin plus Logik ohne Mali, weil du ja auch in Biologiewissensfertigkeit hast. Immer wenn du eine, wie nennt man das, Veterinärspezialisierung hättest, dürfte ich dir erzählen, aber ich glaube nicht, mit 4 Erfolgen, ja. Du hast das irgendwann mal in irgendeiner der Vorlesungen mitbekommen, oder irgendwelche der Veterinärmedizinstudenten, Katzen haben so eine bestimmte Stelle am Nacken. Wenn man da irgendwie so die Haut so ein bisschen zusammenfaltet, werden sie komplett still. Das ist, ich meine, das ist ein Reflex über Zeiten von, wenn die Mütter sie dort packen, um rumzutragen, dass sie nicht rumstrampeln. So ein kleiner Trick, der manchmal von Veterinären, Tiermedizinern benutzt wird, um Katzen bei Behandlungen ruhig zu stellen, wenn man sie nicht unter Medikamente stecken möchte. Das war wahrscheinlich irgendwie in der Vorlesung Parazoologie. Mhm. Wahrscheinlich eine Einführung in die Parazoologie. Ja, ich erinnere mich noch. Katzen haben noch diese Reflexzone am Nacken. Ich zeig dir, was ich meine, wenn wir die Katze haben. Tja. Vielleicht also kann man die sogar dann eine Wäscheklammer oder sowas. Dann eine Klammer oder sowas. Ja, erstmal der Katze kurz, dann so rumgekrabbelt, so out of character Info, da muss man an sich die Muskulatur packen. Also eine Wäscheklammer wird da nicht funktionieren, so out of character. Ja, genau, du musst halt wirklich also schon richtig zupacken, dass das was bringt. Ich spreche da aus Erfahrung. Dann müssen wir die irgendwie halt verstecken. Damit. Dann hat halt irgendjemand. Muss halt irgendjemand aus irgendeinem Grund seine Hand die ganze Zeit in der Tasche haben. Also ich glaube, da wäre es tatsächlich einfacher, wenn wir gucken, dass wir halt ein Narkotikum kriegen, dass der Katze spritzen, dass die halt dann zumindest für eine halbe Stunde betäubt ist, dass wir die reinbringen können. Richtig. Das ist einfacher, als sie halt mit diesem Nackengriff festzuhalten. Und dann einfach in den Rucksack rein mit Öffnung, dass er atmen kann, irgendwie sowas oder eine Tasche. Und dann reingeschmuggelt und dann von da aus weitergehen. So. Wir hätten geklärt, wie wir sie reinbringen, wir hätten geklärt, wie wir sie steuern, wir hätten geklärt, wie wir das so aussehen lassen, als ob das eine Bastet wäre. Wo bekommen wir die her? Vorschläge. Fangen? Irgendwo gibt es Streuner fangen. Frage an DM, wie häufig sind Streuner noch in der 6. Volt? Streunende Katzen, je nach Stadtgebiet gibt es durchaus schon noch einige. Mhm. In den dunklen Gassen und Gängen, die dann immer mal wieder den Müll durchwühlen. In großen Innenstädten jetzt eventuell weniger, wenn sie entsprechend sauber sind und von Konzernsicherheiten und Sicherheitskonzernen durchstreift werden. Aber in den äußeren Gebieten findet man die durchaus. Mhm. Hat irgendwer für euch so ein Betäubungsgewehr oder so irgendwas? Gummigeschoss. Nee, ich hätte Betäubungskugeln für die. Weil, sagen wir so, fangen wird sich die nicht leicht lassen. Ich könnte kommt drauf an, je nachdem wie ausgehungert die ist. Also ich könnte sie ausnocken.
das wird schon gehen. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir das relativ früh machen. Dass wir vielleicht heute Abend das gleich machen. Oder heute Nacht. Weil je früher wir unsere Materialien zusammen haben, desto besser. Desto weniger Unvorhergesehenes kann passieren. Ja, dann müsste aber theoretisch die Katze ja noch irgendwie eine Woche lang irgendwo auf unserem Zimmer versteckt halten. Nee, und durchfüttern. Ja, durchfüttern wäre das Geringste. Und gucken, dass sie nicht auffällt, dass sie da ist. Deswegen, ja. Auch wieder wahr. Man könnte ja aber schon mal einen Spot suchen, wo sich streuende Katzen aufhalten. Ja, die Vorarbeit, die können wir schon machen. Genau. Dass wir halt wissen, wo wir suchen müssen. Ja, das wäre vielleicht... Was machen diese Konzerne eigentlich mit irgendwelchen Streunern, die einfangen? Also nichts Schönes kann ich mir vorstellen, aber... Weil auf Exterritorialität und Tierschutzgesetze und... wohl eher nicht. Ketten Nuggets. Genau sowas. Ja, China-Restaurant abgeliefert. Ja, irgendwie sowas. Die enden dann bei Wuxing in der Mittagssuppe. Die kommen in die Kantine. Ich muss echt mal wieder asiatisch essen gehen, fällt mir gerade ein. Kleiner Tipp, geh niemals in Luxemburg asiatisch essen. Ich glaube, ich war in Luxemburg bisher noch nie. Ich weiß nicht, ob du in den Socks noch asiatisch essen kannst. Ja, das ist... Oh, ihr wart out of character, Entschuldigung. Ja, der langen Rede kurzer Unsinn. Wir können aber schon mal wirklich die Aufklärungsarbeit machen, wie wir die Katze finden. Ich würde... ich habe jetzt gerade so einen Brainfuck gehabt. Ich wollte gerade vorschlagen, im Hafenviertel zu schauen. In Hessen! Im Hafenviertel! Ah! Leicht am Rhein, aber ich glaube, da fährt nichts mehr, oder? Ja, da wird es vielleicht... Am Rhein ist schon noch. Der Rhein ist halt unglaublich schmutzig, aber es gibt die AG Chemie, sitzt da am Rhein und die wird durchaus auch noch mit Schiffen beliefert. Großcontainerschiffe mit ihren Chemikalien. Das gibt es durchaus noch. Entweder das oder eine Mülldeponie oder sowas in der Nähe. Das wären so meine Ideen. Ja, ich glaube, das wäre auch am sinnvollsten. Also, ich habe gerade überlegt, ob es halt noch sowas wie Katzencafés gibt, aber wenn da eine Katze verschwindet, das fällt dann doch eher auf. Ja, doch. Wie gesagt, also ich glaube, entweder Fluss oder so eine Mülldeponie, das wären die besten Anlaufstellen. Könnte ich mir vorstellen. Wir könnten, was wir natürlich auch machen könnten, doch mal ein bisschen in der Zeitung rumschauen, in den Lokalen, ob man irgendwas rausfindet. Hey, vielleicht gibt es einen Artikel, Katzenplage in den und dem Stadtteil. Wer weiß. Versuchen kann man es. Jo, das wäre eine Idee. Gut, mit Blick auf die Aufnahmezeit würde ich an der Stelle mal sagen, euer Plan ist, überspitzt dargestellt, eine Katze unsichtbar in ihr Zimmer zu schmuggeln und so zu tun, als wäre es eine... Nee, nicht unsichtbar. Ich sagte, überspitzt dargestellt. Lass mich rausreden. Achso. Entschuldigung. Eine Katze unsichtbar auf ihr Zimmer zu schmuggeln und so zu tun, als wäre es eine Technomancer-Katze. Mir gefällt's. Ich habe nicht mit gerechnet. Ich nutze die letzten 2 Wochen, um mir dazu was zu überlegen und zu planen. An dieser Stelle, cheerio, Chamas. Bis zum nächsten Mal. Bye.